Zweiter Tag der Messe, wie war der erste Tag für euch? Der erste Tag war hervorragend. Also wir haben vor allen Dingen Qualität auf dem Stand, die fantastisch ist. Macht halt riesen Spaß, mit den großen Häusern zu arbeiten. Nowadays ist noch gar nicht so alt. Wie seid ihr so schnell so erfolgreich geworden? Wir versuchen halt von Anfang an konsequent diese Lücke zu suchen, die auch letztendlich ja aus unserer Sicht die Marktlücke darstellt, Street Style Man. Hat Social Media bei euch von Anfang an eine Rolle gespielt? Der größte Bottleneck im Social Media ist ganz klar, dass man vernünftigen Content produziert, wo wir auch nicht nur einfach blind Produkte zeigen, sondern auch eigentlich die ganze Klaviatur spielen. Ein paar schöne Reisetipps, ein bisschen was aus der Produktentwicklung mal zeigen. Also mittlerweile haben wir da ein wirklich rundes, gutes Content-Programm aufgestellt und es funktioniert. Panorama Digital, wie steht ihr dazu? Ist das was? Wird das was? Weil es ist ja in der Entwicklung. So ganz genau beurteilen kann ich das noch nicht, also rein empirisch betrachtet, aber das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Gutes Tool, definitiv.